Er sagt, der Zorn hat verschiedene Situationen. Also das, was wir eben genannt haben, ist so der Anfang des Zornes. Das passiert am Anfang, wenn man wütend wird. Nur jetzt kommt es darauf an, wer gegenüber von dir ist. Ist der, der dir gegenübersteht, jemand, wo du weißt oder eine Vermutung hast, dass du Macht über ihn hast, also dass du ihm überlegen bist, dann entfaltet sich dieser Zorn weiter. Und dann überträgt er sich auf Aussagen und Taten. Ist die Person, die dir gegenübersteht, aber dir überlegen, und du weißt das, dass er dir überlegen ist und dass du ihm nichts anhaben kannst, in diesem Fall zieht sich der Zorn wieder zurück und es entwickelt sich auch diesem Zorn Groll. Im Herzen entsteht sondern ein Groll und Kummer. Es entsteht Kummer, darum sagt er, verändert sich manchmal die Farbe des Menschen spontan von rot zu gelb. Er wird so gelblich blass. Er wird blass. Das ist dann ein Anzeichen dafür, dass er seinen Zorn nicht durchsetzen kann. Der Zorn des Menschen oder es ist eine Kraft oder eine Stärke des Menschen, Zorn und Aggressivität, das hat drei Stufen. Also das wird in drei Ränge eingestuft. Übertriebener Zorn, überschüssiger Zorn, das ist nicht lobenswert. Das Fehlen vom Zorn, also komplette Ausfallen dieser Eigenschaft, ist das lobenswert? Ist nicht lobenswert. Und dann das Gleichgewicht. Das Gleichgewicht, wir haben schon mal gesagt, Gesundheit ist Gleichgewicht. Auch beim Zorn ist das komplette Fehlen des Zornes keine lobenswerte Eigenschaft. Denn wer überhaupt nicht erzürnt, der hat keinen Selbst, der hat diesen, bei ihm funktioniert der Mechanismus des Selbstschutzes beispielsweise nicht mehr richtig. Oder die Al-Hamiyya wal-Ghayra, dass ein gewisses Maß an Eitelkeit, ja, oder nicht eher Eitelkeit, wie soll ich das nennen, ein gewisses Maß an Stolz erfordert Zorn. Denn wer gar keinen Zorn hat, der hat auch keinen Stolz. Und deswegen in der Aussage des Propheten, sallallahu alaihi wasallam, la tardab, erzürne nicht. Das heißt nicht, du sollst keinen Zorn haben. Das heißt nur, das kann zwei Dinge heißen, wie die Ahl al-Hadith sagen. Entweder bedeutet das, du sollst Dinge meiden, Orte und Dinge meiden, die deinen Zorn erregen. Zweitens, wie zum Beispiel Diskussionen, Streitgespräche und so weiter. Oder zweitens, das bedeutet, du sollst deinen Zorn nicht durchsetzen. Auch wenn du erzürnst, handle nicht nach deinem Zorn, nicht entsprechend deines Zornes und deiner Wut. Und spreche nicht entsprechend deines Zornes und deiner Wut. Denn wenn jemand im Zustand des Zornes ist, auch das solltet ihr euch einprägen, das ist eigentlich selbstverständlich, aber vielleicht sollte sowas mal erwähnt werden. Schlichtungsgespräche, wenn du beispielsweise mit deiner Frau Schlichtungsgespräche führen möchtest oder mit einer anderen Person, deinem Bruder oder Bruder, ich meine Blutsbruder oder Bruder im Dien, ist egal. Schlichtungsgespräche oder positive Gespräche, die kann man nicht mehr bei Zorn führen. Wenn dein Herz mit 100 Schlägen pro Minute schlägt, dann bist du geistig nicht ganz gesund in diesem Moment. Du kannst nicht richtig zuhören. Du wirst Sachen sagen, die nicht gesagt werden sollten. Dein Denkvermögen ist eingeschränkt. Zu diesen Zeiten sollte man keine Schlichtungsgespräche führen. Das heißt, wenn man beispielsweise mit seiner Frau streitet, dann sollte man erstmal dem Streit einfach aus dem Weg gehen. Einfach beispielsweise weggehen oder sich ablenken und das Gespräch erst dann wieder anfangen, wenn man sich nach einer halben Stunde oder nach einer Stunde wieder erholt hat und wieder runtergekommen ist. Denn das ist interessant, Schlichtungsgespräche beim Zorn führen meistens zu noch mehr Streit, als es eigentlich bei dem Punkt, wo es eigentlich angefangen hat. Es verdoppelt sich, verdreifacht sich. Manchmal scheidet er sie auch noch in diesem Moment.
Ja.